So, hier sind wir wieder beim Mittagslunch am Rande der Straße. Die Einheimischen sind immer ganz nah dabei. Heidi verschenkt gerade Brot, also Brot, das ich persönlich gar nicht essen kann, aber die freuen sich darauf. Die Einheimischen sind trotzdem unglaublich freundlich. Bevor ich sie da ein paar Kopfschmerzen. Denke ich mal, ja. Ja, ich gedacht, packe ich sie ein. So, und da wohnen die jetzt direkt nebenan. Eigentlich mal Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Die Reise war wirklich schön, gut. Wir hatten eine riesige Gruppe mit 22 Leuten an der Spitze. Logischerweise eine Deutsche, mit der ich überhaupt nicht klar gekommen bin, mit der eigentlich aus dem Weg gegangen bin. Eine komplett beknackte von unserem Treiber natürlich eine meisterliche Fehlleistung. Da muss man alle aussteigen. Die Gefahr ist ziemlich groß, dass der Truck jetzt kippt, wenn er etwas falsch macht. Oh, no good, no good, no good. No good. Okay, done. Okay. So, what do you have there? 5 rows and 5 squares. You only get to leave that's 5 times. Okay, and your room? Can you show me your toilet? No, this one. Oh. Sure, come through. What's the hysteria about? So we've got, you get a little bit of toilet paper. Yeah. And then you get this. What is it? Oh, and it's wet. It's wet. It's like a toilet. It's wet. God, that's it. Oh my God. Oh my God. What is it? The tiniest room on the planet. But the door of your closet? Oh, it doesn't really work. No. Oh, and we have got the suite. But in unserem Raum geht natürlich die Toilettentür auch nicht. Die Toilette irgendwie im Weg. Oh, no. Ja, das sind so richtig schöne afrikanische Hotels. Ja. 4 Sterne auf Äthiopisch, ne? Ja. -3 auf Deutsch. Ungefähr. Ich habe noch vergessen, wir haben ja auch Toilettenpapier bekommen für 2 Personen. Und ein Stückchen Seife, nicht zu vergessen. Ja. Toilettenpapier sieht so aus. So für 7 Lagen. Statt eine Lage, ne? Weißt Bescheid. Jetzt können wir mal gucken, wie dünn ich geworden bin. Ich fand total gut, bis der kam und gesagt hat, ist bei dir Wasser. Hab ich gepullert, so, ah, klasse. Und dann ist er hingegangen und gesagt, ja, bei ihm auch was Wasser machen, aber bei ihm war es bei mir keins. Aber es ist nur kalt. Nur kalt ist? Ist das so ein Scheiße? Ja, das ist Afrika. So, jetzt haben wir unseren Späßchen mit afrikanischen Zimmern. Das ist sozusagen unsere letzte Übernachtung vor Addis Abeba.
Wildes Campen ist hier eher schwierig. Also sind wir in so ein Ding gegangen. Das ist schon sehr, sehr afrikanisch hier. So, das war unser letztes Hotel vor Addis Abeba. Auch eine echte Katastrophe, aber lustig. Ja. Essen war praktisch ungenießbar und ja, die Afrikaner sind schlicht und ergreifend überfordert, wenn da so eine Gruppe von 20 Europäern oder Weißen auftaucht und jeder gleichzeitig ordert. Und das ist eine echte totale Überforderung. Aber es macht Spaß, sowas zu erleben. Und da freut man sich eigentlich auch wieder, wenn man nach Hause kommt, dass alles wieder ein bisschen geordneter zugeht. Ich habe bestimmt 3 Kilo abgenommen in diesen 3 Wochen. Warst du nicht auch wieder auf zu Hause? Ja. Bisschen, auf was am meisten? Rouladen, ne? Mit Klößen. Nee, Käse essen. Käse. Einkaufen überhaupt. So, durch die Schlucht fließt also der blaue Nil. Das ist schon sehr, sehr spektakulär. Der blaue Nil und der weiße Nil fahren durch Khartoum, um dann weiter Richtung Ägypten zu fließen.